Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Das heutige Thema spannt natürliche versus unnatürliche Haarlinie. Wer sich die Geheimratsecken auffüllen lässt, so wie ich zum Beispiel, stellt sich natürlich die Frage bei der Transplantation, wo wird meine neue Haarlinie sein? Wird das Ganze natürlich aussehen? Unnatürlich? Wird es für jemand Externes möglich sein zu sehen, dass ich transplantierte Haare habe anhand meiner Haarlinie? Das waren alles Fragen, die mich im Vorfeld beschäftigt haben und genau darum soll es in diesem Video gehen. Erster wichtiger Part bei dem Thema ist die Ausgangslage des Haaransatzes, also dort, wo das Ganze auf natürliche Weise bei dir begonnen hat, beziehungsweise wo die Haare noch zu sehen sind. Manchmal, sofern du zum Beispiel von einer Insel noch hast oder so. Bei der Analyse, wo Haare jetzt eingesetzt werden können, ist eine Sache elementar: Man kann Haare nicht auf die Wurzeln verpflanzen. Wie finde ich jetzt raus, wo die Wurzeln sind? Dafür gibt es einen einfachen Trick. Wenn du an der Stelle deine Augenbrauen nach oben ziehst, siehst du auch schon wie beim hier, dass sich die Haut faltet. Dort, wo überall Falten entstehen, ist die Gesichtsmuskulatur. Das heißt, dort können keine Haare eingesetzt werden. Jetzt kannst du selber mal fühlen, wenn du das Ganze hier hochziehst, gibt es einen gewissen Punkt, wo du nicht mehr die Stirnfaltung zu sehen oder beziehungsweise erkennst. Und an der Stelle können dann Haare eingesetzt werden. Heißt aber nicht, dass dort automatisch, wo das Ganze aufhört, auch Haare eingesetzt werden können. Das wird nochmal spezifisch mit dem Arzt dann selber vor Ort analysiert, sodass natürlich im besten Fall das Ganze so natürlich aussieht wie bei ihm. Ein Thema, was auch vielen Ärzten vor Ort begegnet ist, dass die Leute sich gerne wünschen, dass die Haarlinie immer tiefer angesetzt wird. Ich hatte tatsächlich auch bei dem Vorabgespräch gesagt, gerne so 1 Zentimeter tiefer. De facto ist es aber Quatsch, wenn ich die Haarlinie tiefer ansetze und dadurch zum Beispiel die Anwuchsrate, sollte ich nämlich Haare auf Muskelteile transplantieren, ist die Anwuchsrate deutlich geringer. Gerade auch bei weiblichen Patienten ist es der Wunsch, weil es ein heutiges Schönheitsideal ist, eine tiefe Haarlinie zu haben, dass das Ganze weiter runtergeht. Dabei würde ich aber explizit auf die Fachkompetenz der Ärzte vertrauen, die speziell analysieren durch die Analyse der Stirnmuskulatur, wo bei dir die natürlichste Haarlinie eingesetzt werden kann. Und wie du bei mir auch erkennen kannst, sehe ich hier quasi eine komplett dichte Haarlinie, das Ganze sieht natürlich aus. Hätte ich jetzt gedacht, mach die mal tiefer, hätte womöglich hier einzelne Stellen fehlen können. Dementsprechend lohnt sich hier das Vertrauen auf die Ärzte. Wichtig an der Stelle zu betonen ist auch, dass man zum Beispiel in der Vorstellung jetzt nicht einfach ein Geodreieck nimmt, das Ganze anlegt und dann eine komplett gerade Linie einzeichnet. So ist es nicht. Da auch jede Kopfform speziell ist, ist es hier eben wichtig, dass der Arzt speziell vor Ort schaut, wie das Ganze optimal eingesetzt werden kann und dadurch die Natürlichkeit des Ergebnisses auch berücksichtigt wird. Jetzt ist es so, dass Haare auch beim Einsetzen von den Spezialisten analysiert werden, wie die Wuchsrichtung ist. Das heißt, sie sollten nicht zu steil eingesetzt werden, weil dann auch das Ergebnis unnatürlich aussehen kann. Dafür habt ihr aber vor Ort eben genau eine ärztliche Betreuung, die vor der Transplantation schaut, wie die Haare optimal eingepflanzt werden können, damit das Ganze maximale Natürlichkeit resultiert. Ein Part an der Stelle, der auch ganz besonders wichtig ist, ist die Dichte, also auf welche Fläche die Haare transplantiert werden. Wenn ich nämlich Haare nicht dicht genug setze, kann das Ganze womöglich licht aussehen. Und dann ist es für externe Leute natürlich eher einsehbar, dass du eine Transplantation hattest. Deswegen achtet Elite auch durch die DHI-Methode ganz besonders darauf, die Haare möglichst dicht zu transplantieren. Und dadurch, so habe ich selber bei mir zumindest noch nie erlebt, hat jemand explizit gesehen, du hattest eine Haartransplantation. Also auch das ein elementarer Faktor. Ein entscheidender Faktor, der helfen kann bei der optimalen Suche nach der neuen Haarlinie, ist der sogenannte goldene Schnitt. Der goldene Schnitt kannst du dir so vorstellen, wie hier dargestellt. Das Gesicht wird in 3 1/3-Parts, also gleich große Teile, aufgeteilt. Der erste Bereich geht vom Kinn bis zur Nase, der zweite von der Nase bis zu den Augen und der dritte von den Augen bis zur Stirn. Das heißt, selber vor Ort wird auch speziell geschaut bei dir, wie das Ganze optimal aussieht. Das heißt, auch solche fachspezifischen Dinge werden dort berücksichtigt, weshalb dann quasi nicht nur der eigene optische oder die subjektive Meinung entscheidend ist, wo der neue Haaransatz optimal ist. Es wird auch auf solche fachlichen Dinge zurückgegriffen, um das dementsprechend auch dort theoretisch auch optimal begründen zu können, wo die neue Haarlinie ist. Was kann jetzt passieren, wenn diese Faktoren nicht berücksichtigt werden und im Endeffekt zum Beispiel nur die eigene Meinung des Patienten umgesetzt wird und nicht die der ärztlichen Leitung? Damit das Ganze so natürlich aussieht, ist es wichtig, darauf zu achten, dass a) die Muskulatur nicht transplantiert wird, dass b) auch die Dichte berücksichtigt wird, damit eben keine kahlen Stellen entstehen. Es bringt auch nichts, das Ganze einfach wie so einen geraden Stift runterzusetzen und dann beispielsweise hinter der ersten Haarlinie entstehen dann Bereiche, wo nicht nachgewachsene Haare ankommen, weil es eben zu tief war. Deswegen ist es da besonders wichtig, nicht nur darauf zu achten, wo soll die Haarlinie hin, sondern eben auch diese Faktoren entsprechend zu berücksichtigen.
Gerade weil es heutzutage auch einer der Schönheitsideale ist, einen möglichst tiefen Haaransatz zu haben, versuchen ja auch vor allem weibliche Patienten durch den Einsatz von Make-up auch das Ganze so zu kaschieren. Wenn du aber langfristig und nachhaltig deine hohe Stirn beiseite schieben willst, sage ich mal, dann ist die Haartransplantation definitiv die beste Lösung. Wenn du mit deiner Haarlinie unzufrieden bist bzw. unter Haarausfall leidest und deine hohe Stirn adieu sagen willst, dann informiere dich einfach kostenlos bei uns. In der Videobeschreibung findest du einen Link, da kannst du raufklicken, dich vorab von Experten beraten lassen und dann schon mal gemeinsam schauen, wie die neue Haarlinie optimal aussieht. Dementsprechend warte nicht, sondern starte. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass meine Haare jetzt so aussehen und eben nicht mehr wiege mit Geheimratsecken. Danke fürs Zuschauen, ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Peace.